Willkommen zurück zu Tobis Kampffabrik, liebe Freunde. Heute haben wir in Klammern endlich den Kampf der Kili gegen Steinbaum. Auch ein sehr, sehr interessantes Matchup, da ich beide vom CP her wirklich kaum kenne, wie gut sind. Also bin ich gespannt, wie sie sich hier schlagen werden. Okay, ich habe den Kampf schon gesehen, aber ich bin trotzdem gespannt. Ich habe ja alle Kämpfe schon gesehen, von daher. Ich werde es ab Runde 2 versprechen. Ich werde die Kämpfe alle blind kommentieren. Nichts mehr mir vorher anschaust, sondern einfach dadurch begünstigt, dass ich im Urlaub war, dass ich langweilig habe ich gedacht, okay, guck mal die Kämpfe mal an, dann habe ich gedacht, guck mal alle an und dann. Ja, aber war doof gelaufen damals, mittlerweile. Ich würde sagen, Runde 2, alles blind wieder. Schauen wir auf die Teams. Kilian bringt mit Celebi, Xatu, Amphizel, Maxax, Gastrodon und Skilabra lässt zu Hause Enikor und Rabigator. Rabigator ist interessant, weil Rabigator ist schon ein was durchaus immer Schaden machen kann. Hier hat vielleicht gedacht, okay, Boden ist schon durch Gastrodon abgedeckt. Unlicht, da macht Geist mit Skelabra sowieso einen besseren Job. Enikoro kann ich verstehen, das ist halt echt nicht so geil. Steinbaum bringt mit Boreos-T, Pixie, Lanturn, Forst-Helka, Hundem und Libeldra. Und lässt zu Hause Celebi und Krüppuk. Es wird auch, dass Celebi generell nicht so beliebt ist, weil das häufig daheim gelassen wird. Ja, soll vorkommen. Krüppuk ebenfalls nicht, weil Krüppuk ist eigentlich ein relativ cooles Mon, könnte mir auch durchaus gute Dienste erweisen. Gerade wenn man mal so auf Amphizel guckt, das ist immer unberechenbar. Gegen Maxax durchaus. Ja. Xatu. Weiß nicht, kann ich. Krüppuk weiß nicht, was sich dabei gedacht hat. Vielleicht habe ich gedacht, Hundemon macht einen besseren Job. In Klammern Mega-Hundemon gegebenenfalls. Schauen wir es doch am besten einmal an. So, Kilian leadet hier mit seinem Skelabra, während Steinbaum damit Cerberus einen absolut sicheren Switch hat, hier auf Dark Pulse geht und somit schon mal das Gastron anlocken kann. Ist die Frage, was hat Gastron drauf? Hat das, wie ist das gespielt? Hat das offensive Attacken? Wie viel Power hat es? Er entscheidet sich auf jeden Fall erstmal für einen sicheren Switch auf Whitebeard. Hier kommen dann die Erdkräfte, die natürlich dem absolut gar nichts anhaben können. Jetzt die Frage, was macht Whitebeard hier, weil auch da geht es erstmal mit Gaston sicherheitshalber raus, hat offenbar hier den besseren Switch parat mit Xatu. Und der war tatsächlich gar nicht schlecht, denn es kommt Krasnod, also Strauchler, was Gastrodon und sowas von weggenockt hätte. Kriegt Life-Up-Damage üblicherweise, Rocky Helmet, geht hier auf U-Turn einfach raus, weiß nicht, vielleicht hätte man hier auch einfach weiter draufhauen können mit Orkan noch in das Xatu rausnehmen. Naja, er entscheidet sich hier für den Switch auf Kerberos zurück. Zu Hundemon, der aus dem Psychoschock sehr gut abfängt. Ein sehr schöner Predict von Steinbaum läuft es jetzt nicht so für Kilian an der Stelle. Deswegen geht er wieder raus auf sein Gastrodon, das wahrscheinlich nun wieder einen Dark Pulse fressen muss, was ihm jetzt schon, weil es jetzt schon eine gefährliche Range bringt, denn ja, wir sind im Moment, es ist nicht ganz so immer mit Min-Max Damage und auch Flinch, also. Er geht hier aber, Steinbaum geht keine Risiken ein, geht hier raus auf Whitebeard Recover kommt. Dann bringt Gastron wieder etwas in Sicherheit. Jetzt ist halt die Frage, prediktet er jetzt wieder den Strauchler und geht raus? Nein, er hat prediktet, dass er eben keinen Strauchler macht, diesmal weil er genau das befürchtet hatte. Das geht auf, somit kriegt er nun einen Kerberos, wird hier reingeschickt und das ist für mich nicht ganz verständlich, weil das hätte er noch gebraucht. Auf jeden Fall gegen Skelabra, Xatu und Celebi. Lieber die Beltra reingeholt, das hätte deutlich, deutlich weniger Damage kriegt. Selbst so eine Wasserattacke mit Burn. Die Beltra ist ja eh meistens speziell, von daher verstehe ich den Zug nicht ganz. Kannst mir mal schreiben, was er dabei gedacht hat. Ich denke, es ist einfach Nut of Steel, Toxic, du nervst. Ich lese ja auch gerade nebenbei noch einen Chat. Steinwurm scheint offenbar Gaston nicht zu mögen, wegen Kilian, das er mag. Okay, auf jeden Fall hier geht er jetzt raus nach dem Crit. Nicht nach dem Crit. Crit hat er gelandet mit Scald. Zumindest auch, ich bin heute nicht mehr ganz so konzentriert bei diesem Kampf, weil das darf auch mal sein. Ich will heute Nacht noch alles schneiden oder heute Abend. Jetzt hier ist natürlich, geht er auf Stealth Rocks, so noch relativ früh im Game. Riskant natürlich, wenn er Xatu im Team ist, aber Skelabra. Da hat er sich gedacht, das Land eigentlich einen Safe-Switch rein, aber nein, das hat Energieball, das hat er excellent predicted hier an der Stelle, der gute Kili. Und Steinbaum muss es sich wieder überlegen, geht wieder raus. Und zwar auf Zahnfee. Und auch hier ist wieder, das Skelabra ist mit einem Energieball. Wäre das vielleicht,
So, mit dem Spukball safe gewesen, das hätte man mal durchrechnen können. Ich glaube aber nicht ganz. Spukball hätte nicht gereicht, nämlich Energieball hier gegen Zahnfee. Auf der anderen Seite hat Zahnfee auch nicht so wirklich die Option hiergegen. Jetzt geht Healy wieder raus. Möchte offenbar nicht allzu viel Damage auf seinem Skelabra fressen, wobei die Roxel auch reinhauen. Oder etwas anderes vor. Der schickt es hier am Fitzel rein, was eigentlich meistens speziell gespielt wird. Aber wir erinnern uns noch an die physischen Quajutsu-Sets, die es mit der Zeit immer mehr kamen. Und genau das ist auch dieses hier. Es hat Gangshot drauf, kann so dem Pixie ekelhaft viel Schaden macht, kriegt zwar die T-Wave, aber damit kann es sicherlich leben. Sehr interessante Frage, was Steinbaum macht. Ja, Gift, das hat ihn ein bisschen genervt, ein bisschen mit dem Set hier. Und da kommt dann auch die nächste Fullpara, das ist ja ärgerlich für Amphizel. Leftovers, damit kann er sein Fastelicard etwas voll machen. Jetzt bin ich gespannt, was kommt. Es kommt Volt Switch erstmal. Kommt hier auch so ein bisschen, tritt auf der Stelle, lässt das Amphizel relativ lang da im Spiel drin, weil er offenbar auch nicht weiß, was er wirklich reinmachen soll. Whitebeard entscheidet sich für ihn, aber es kommt nochmal die Full Paras, was ein bisschen ekelhaft ist. So dreimal hintereinander war das jetzt, glaube ich, oder? Jetzt sehe ich das richtig. Einmal, zwei. Ja, okay, zweimal reicht, aber zweimal ist schon ekelhaft genug. Hurricane nehme ich jetzt auf jeden Fall raus. Jetzt bin ich gespannt, was hier gegen reinsteht. Entscheidet sich nochmal für Gastrod und was ich nicht verstehe, weil Gastron hat er vorhin mal rausgewechselt. Geht hier auf Krasnod. Steinbaum hat sich offenbar geschenkt bekommen. Da hat Kili sein entweder nicht nachgedacht oder das war jetzt irgendwas erhofft. Ich weiß es nicht genau. Was nicht so günstig ist, geht hier auf Maxax. Okay, das Krasnod schreibt er gerade hier im Chat vergessen. Es geht auf U-Turn, das Whitebeard. Das halte ich für relativ riskant. Der hier definitiv auf Hurricane hätte gehen sollen, einfach um dem keinen Boost zu geben. Jetzt, das Knackrack nimmt natürlich den Boost auch sehr, 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 sehr gerne mit. Jetzt bin ich gespannt, wie hier das Spiel sich weiterentwickelt. Kili geht nochmal auf Drain. Ist hier relativ greedy, was riskant finde gegen Monster, was potenziell den Gyro-Ball haben könnte. Er geht hier auf Toxin. Leider Pech, dass die Lumberry das abfängt. Das ist ziemlich ungeschickt. Und ich weiß nicht, das ist ein Gyro-Ball hier. Sehe ich jetzt leider nicht, ob das haben kann. Ich glaube, wir haben nur bisher Toxic, Stealthrocks und Volt Switch gesehen. Geht hier auch nochmal auf Volt Switch. Das halte ich auch nicht für so gut, da ich in der Stelle lieber nochmal auf Toxic gegangen bin. Einfach damit das Knackrack wenigstens irgendwann geht. Jetzt geht hier auf die Zahnfee. Hofft, dass das Knackrack nichts dagegen hat. Aber da kann ihm die Hoffnung gleich nehmen. Erdbeben wird auf jeden Fall reichen, wenn es das drauf hat. Es hat sogar Poison Jab. Ja, da regt es sich jetzt nochmal auf, dass jedes von Kilis Monster eine Giftattacke hat. Aber im Endeffekt hätte ihm auch nichts anderes hier in der Stelle geholfen, mal ehrlich zu sein. Das ist es ja auch ein bisschen unklug ausgespielt, muss ich sagen. Nämlich hier auf Outrage, und das hat halt auch seine Fee voll. Und ich hätte vielleicht eher dann versucht, jetzt nicht erst Pixie rein, sondern erst Libeltra in dieses Outrage zu locken und dann Pixie reinzuschicken, um nochmal zu kontern, damit Boreos und Lanturn hier noch aufräumen können unter Umständen oder noch was reißen können. Hätte, glaube ich, sogar noch gewonnen damit. So kann jetzt hier Knackrack durchgehen. Hat leider auch ein bisschen, hat der gute Stein auch ein bisschen Pech, dass Kili hier einen 3-Turn Outrage bekommt, also drei Runden. Und somit auch Whitebeard. Hier geht dann nur noch Libeltra, das unter Umständen vielleicht noch was reißen könnte, wenn es das Knackrack neutral erledigt. Das könnte es auch, wenn es was gegen Celebi hat. Und die Verwirrung kommt, aber wir sehen, er kommt durch. Damit mit einem 3-Turn Outrage und einem weiteren, der durch die Konfusion durchkommt, gewinnt Kili das Ding hier. 14 Uhr klingt es deutlicher als es war. Steinbaum hat in meinen Augen ein. Aber das ist halt, ja, ist natürlich Fehler auf beiden Seiten drin. Das war jetzt hier nicht das krasseste Match, aber es war spannend. Es war wirklich spannend. Ich glaube, es haben beide auch. Also, ich hoffe, es haben beide für sich selbst zufriedenstellend gespielt. Ich fand den Kampf auf jeden Fall sehr ansehnlich. War leider ein bisschen. Hätte Steinbaum das Knacker noch ein bisschen rumspielen probieren können. Das mit Cerberus war ärgerlich. Das hätte ihm Late Game jetzt sehr viel gebracht. Wir sehen jetzt hier Celebi, Xatu, Skelabra sind alle One-Hit von Cerberus. Hätte vielleicht früher im Game. Hätte er jetzt Gyro Ball gemacht oder das umspielt, hätte er es gewinnen können. Wir sehen hier so schnell, wie Maxax hier vier Mons auf der einen Seite erledigt hat. Ich hätte das Hundemon auf der anderen Seite auch machen können. Dem sind ärgerlich ungeschickt gelaufen. Spannend auf jeden Fall, auch relativ lang. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr seid morgen wieder dabei bei einer weiteren Folge von Scarus Tournament. Nein, nicht Scarus Tournament, wollte ich Scarus Tournament sagen. Das habe ich doch mal gesagt. Einfach absichtlich so halb. Ach, Labermüll. Ich habe vergessen, Steinbock fürs Mitmachen zu danken. Ich bin komplett verpeilt heute Abend. Einen schönen Abend noch.
Bis dann, Kili, in der nächsten Runde. Wer der Gegner ist, wissen wir oder wissen wir nicht. Kein Plan. Ich freue mich für euch. Bis dann und ciao.